Ich finde, Paddeln macht besonders, dass es nicht nur Paddeln ist, sondern dass es ein vielfältiger Sport ist. Also, dass du natürlich das Paddeln auf dem Wasser hast, du hast aber auch das im Kraftraum, du hast Joggen gehen, du hast Schwimmen und dadurch ist es so ein vielfältiger Sport. Das Training in der Mannschaft, finde ich, ist vor allem wichtig, da dir dadurch sehr viel Motivation gegeben wird und du so nicht nur den Spaß am Paddeln hast, sondern auch den Spaß hast, mit deinen Freunden oder mit anderen Leuten zusammen zu trainieren. Und dir dadurch, auch wenn du mal schlechte Tage hast, immer noch ein bisschen Motivation von deinen Teamkollegen gegeben wird. Hallo, ich bin Hanna. Ich bin 12 Jahre alt. Mein Ziel für nächstes Jahr ist es, Deutsche zu fahren. Ich möchte wie Finja werden und internationale Regatten fahren und dabei auch erfolgreich sein. Hallo, ich bin Finja. Meine größten Erfolge bis jetzt war auf jeden Fall die Teilnahme an der Europameisterschaft und auch mein dritter Platz im Einer über 500 Meter auf der WM für die Junioren. Und mein sportliches Ziel ist auf jeden Fall dieses Jahr bzw. nächstes Jahr wieder an den Europameisterschaften und Weltmeisterschaften teilzunehmen und mit der Nationalmannschaft zu starten. Ich bin Carlotta. Meine größten Erfolge war die Goldmedaille auf der Deutschen Meisterschaft gemeinsam mit Finja im Zweier und die Teilnahme an den Olympic Hope Games, wo ich eine Bronzemedaille gewonnen habe. Mich begeistert das Weiterkommen beim Sport, an seinen Zielen zu arbeiten und dafür dann auch zu kämpfen. Carlotta Budimir und Finja Hermanussen haben in diesem Zweier zusammengefunden, wie kein anderer. Der Auftritt hier von den Hammerdamen aus Limburg. Ganz starker Auftritt dieser beiden Sportlerinnen. Mein Sport ist frei, isoliert und trotzdem nicht einsam, würde ich sagen. Dieser Zusammenhalt, dass man so im Kanu-Rennsport immer zusammen im Team ist und dann aufeinander zählen kann. Beim Fußball hatte ich das Gefühl jetzt nicht so krass. Ich bin Anton, ich bin 19 Jahre alt. German Anton Budimir. Anton Budimir, Niemce. Gold an den Katzelimmer. Ich bin David und bin ebenfalls 19 Jahre alt. David Appelhans. Place and Silver Medals, Germany. Und es führen Anton Budimir und David Appelhans. Der Katzelimmer gewinnt dieses Finale. Was mich schon immer angetrieben hat bei dem Sport, ist die Leidenschaft. Weil Motivation natürlich irgendwie häufig da ist und viel da ist, aber nicht immer da ist. Und dieses Disziplinierte trotzdem irgendwie dran arbeiten, auch wenn man irgendwie mal keine Lust hat, fand ich schon immer ziemlich spannend. Kanu ist auf jeden Fall auch ein Mannschaftssport. Dieses gegenseitige Pushen und irgendwie in Konkurrenz miteinander stehen und dann trotzdem so ein bisschen dafür sorgen, dass alle irgendwie mitkommen und besser werden, macht es auf jeden Fall zu einer Art Mannschaftssport.